So, willkommen zum letzten Aufgabenteil, und zwar Aufgabenteil 2.7. Und zwar geht es jetzt hier um ein Fahnenstrahlrohr. Fahnenstrahlrohr kann man ganz grob skizzieren als ein Kondensator mit Loch. Also man hat hier seinen Kondensator, hier praktisch ein Loch drin. Hier ist die negative Platte. Oh, man sieht es gar nicht so gut, stelle ich gerade fest. Hier ist die negative Platte, hier ist die positive Platte. Und hier packt man eben ein Magnetfeld hin, was jetzt hier in diesem Fall in die Tafelebene rein zeigen soll. So. Und jetzt nimmt man eben ein Elektron und setzt es hier vorne rein. Das Elektron will natürlich weg von der negativen Platte und hin zur positiven Platte. Das heißt, das Elektron wird sich dann nach hier bewegen. So. Das Elektron schießt dann eben, wenn alles gut verlaufen ist, durch dieses Loch durch und hat eben eine bestimmte Geschwindigkeit V. Und mit dieser Geschwindigkeit kommt es jetzt hier in dieses Magnetfeld rein. So. Jetzt können wir uns überlegen, Elektron, da können wir die linke Handregel verwenden für die Lorentzkraft. Und zwar bewegt sich das Elektron ja gerade in diese Richtung. Es bewegt sich durch ein Magnetfeld, was in die Tafelebene rein zeigt. Das heißt, der Zeigefinger in die Tafelebene rein. Und die Kraft, die dann auf das Elektron wirkt, wird dann eben gerade durch den Mittelfinger gegeben. Und der zeigt jetzt eben, wie ihr seht, nach unten. Das heißt, sobald das Elektron in dieses Magnetfeld reinkommt, wirkt eine Kraft auf es, dass es nach unten zieht. Das heißt, unser Elektron kommt jetzt hier rein und wird nach unten gezogen. So, jetzt bewegt sich das Elektron in diese Richtung. Magnetfeld ist weiterhin in diese. Und dann sehen wir, die Kraft wirkt jetzt nach hier. Das heißt, das Elektron wird weiter nach hier gezogen. Jetzt bewegt sich das Elektron so. Und jetzt sehen wir, die Kraft wirkt nach hier. Das heißt, das Elektron wird nach hier gezogen. Und wie wir sehen, kommt das Elektron eben auf eine Art Kreisbahn. Wenn man dieses Fadenstrahlrohr noch etwas eleganter baut, kann man eben diese Kreisbahn auch schön stabil machen und ja, Elektronen dann eben so auf eine Kreisbahn schicken. Und wir sollen uns eben zeigen, dass man mit so einem Fadenstrahlrohr eben die spezifische Ladung eines Elektrons berechnen kann. Diese spezifische Ladung ist gerade die Ladung des Elektrons, geteilt durch die Masse des Elektrons. Und zwar soll diese gerade gleich 2 mal U geteilt durch R² mal B² sein. Wobei U gerade die Spannung ist, die am Kondensator angelegt ist, B eben die Stärke des Magnetfeldes und R gerade der Radius von dieser Kreisbahn hier. So. Und für die Herleitung geht man am besten von einem Kräftegleichgewicht aus. Und zwar muss in einer Kreisbewegung ja ein Kräftegleichgewicht zwischen Zentrifugalkraft und Zentripetalkraft erreicht werden. Also man braucht irgendetwas, was eine Zentripetalkraft aufbringt, die eben der Zentrifugalkraft entgegenwirkt und den Körper nach innen treibt. Die Zentrifugalkraft ist bekanntlich m, wobei wir jetzt hier natürlich Elektronen betrachten, also me, mal die Geschwindigkeit zum Quadrat, geteilt durch den Radius der Kreisbahn. Ja, so. Und die Kraft, die diese Zentrifugalkraft eben ausgleicht, ist im Magnetfeld natürlich die Lorentzkraft. Die Lorentzkraft ist ja gerade die Ladung mal die Geschwindigkeit mal das Magnetfeld. So, mit dieser Gleichung werden wir jetzt arbeiten und zunächst mal kürzen wir das eine V raus, weil ja, es sich eben gerade anbietet. Das heißt, wir hauen jetzt in der nächsten Zeile das V raus. Hier natürlich verschwindet nur das Quadrat. Ja, verschwindet. Geteilt durch R. Und hier eben das ganze V, Q mal B. So. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch irgendwas einfallen lassen, wie wir das E in diese Gleichung mit reinbekommen. Und das bekommen wir eben gerade durch diesen Kondensator hier. Und zwar kann man sich überlegen, wir setzen unser Elektron in diesen Kondensator ein und lassen es dann diesen Kondensator durchlaufen. Und wenn ein Elektron eben einmal diese Strecke hier durchlaufen hat, dann hat es danach eben gerade eine Energie von U mal E. Ja, kann man sich überlegen, Spannung ist ja gerade definiert als Arbeit pro Ladung. Das heißt, die Spannung am Kondensator ist gerade die Arbeit, die eine Ladung braucht, um von hier nach hier zu kommen, geteilt durch die Ladung. Das heißt, wenn ich die Spannung mal die Ladung wieder nehme, bekomme ich die Arbeit, also gerade die Energie, die ein Elektron gewinnt, wenn es von hier nach hier sich bewegt. Und deswegen gibt mir das hier praktisch die Energie an, die mein Elektron bekommt, wenn es einmal durch den Kondensator geht. Muss man vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich hoffe, es wird dann eigentlich relativ schnell klar werden. So, das heißt, nachdem mein Elektron meinen Kondensator durchlaufen hat, hat das eine Energie von U mal E. Und diese Energie hat das dann natürlich in kinetische Energie. Das heißt, ich kann hier auch direkt zum Schreiben 1/2 mal m mal v Quadrat. Und jetzt kann ich dieses v eben bestimmen, indem ich hier eben nach v umstelle und dann erhalte ich gerade v ist gleich die Wurzel aus 2 mal U mal E durch m oder me, weil wir gerade Elektronen betrachten. Und dieses v kann ich jetzt eben hier oben in diese Gleichung einsetzen. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Das heißt, wir setzen dieses V jetzt hier oben ein, schnell mal merken und dann eben dahingeschrieben. Dann haben wir nämlich gerade me mal V, das war eben gerade die Wurzel aus 2
mal U mal E durch M, E. Und das Ganze eben noch geteilt durch den Radius ist gleich Q mal B. So. Q benennen wir jetzt auch um. Hätten wir vielleicht schon am Anfang machen sollen. Und zwar wissen wir ja gerade, dass Q eben die Elementarladung ist, weil wir ja gerade Elektronen betrachten. Das heißt, hier können wir jetzt auch ein E hinschreiben. Ist vielleicht besser. So. Was machen wir jetzt? Na ja gut, jetzt können wir das ME vom Prinzip her hier in die Wurzel reinziehen. Dazu müssen wir es nur quadrieren. Das heißt, ich quadriere das ME jetzt und ziehe es dann hier eben rein. Also mal ME Quadrat. Und jetzt kann ich eben die ME Quadrat mit dem ME wegkürzen und dann bleibt hier in dieser Wurzel einfach nur stehen 2 mal U mal E mal ME. So. Jetzt bringe ich das R noch auf die andere Seite. Hat dann also E mal B mal R. Und jetzt kann ich das Ganze quadrieren. Also dann natürlich 2 mal U mal E mal ME. Also die Wurzel verschwindet einfach. Und auf der rechten Seite erhalte ich E Quadrat mal B Quadrat mal R Quadrat. Und jetzt stelle ich das Ganze eben gerade nach E durch ME um. Das heißt, ich teile jetzt hier durch E und durch ME. Wenn ich durch E teile, bleibt hier gerade noch ein E übrig. Wenn ich durch ME teile, erhalte ich hier eben gerade ME. Und jetzt muss ich eben nur noch das da und das darüber bringen. Das heißt, ich teile noch durch B Quadrat und teile noch durch R Quadrat. Und dann steht auf der linken Seite eben gerade 2 mal U. Die beiden habe ich eben gerade rübergebracht. Also geteilt durch B Quadrat mal R Quadrat. Ja, und jetzt vergleichen wir das hier mit dem hier und dann stellen wir eben fest, dass das die gleichen Formeln sind und damit haben wir eben gerade über das Fadenstrahlrohr die spezifische Ladung eines Elektrons hergeleitet. So, damit sind wir fertig mit unserer Klausur zum Thema Felder. Als nächstes geht es weiter mit Schwingungen und Wellen und ja, ich hoffe, ihr seid auch dabei. Bis gleich.